Spatenstich für den Harzturm. Hoch hinaus über den Wipfeln des Harz. Der Spatenstich für den Harzturm ist getan. In Zukunft soll auf dem Großparkplatz in Torfhaus ein Erlebnisturm entstehen. Ein Turm, der nicht nur einen tollen Ausblick bereithält, sondern auch mit Erlebnisangeboten lockt. Der Turm wird ein Eingangsgebäude, der direkt den Zugang vom Großparkplatz hat. Den Großparkplatz haben wir deswegen schon Ende 18 um 286 Plätze erweitert. Werden durch ein Eingangsgebäude, gehen Sie durch Drehkreuze, haben dann die Möglichkeit, entweder mit dem Lift hochzufahren oder mit zwei voneinander unabhängigen Treppen hochzugehen und haben dann oben zwei 360-Grad-Aussichtsplattformen, wo Sie den gesamten Harz überblicken können. Beim Runtergehen haben Sie die Möglichkeit, entweder Sie gehen wieder per Treppe oder per Lift oder nutzen die Rutsche. Die haben wir ein bisschen aufgepimpt, damit es nicht so tröge ist, in einer Blechding zu rutschen, immerhin 110 Meter lang. Aber der große Teil der Rutsche wird aus Polycarbonat sein, also durchsichtig. Dann sitzen Sie oben in 45 Meter Höhe im Freien und rutschen runter. Und auf 45 Meter haben wir noch einen sogenannten Skywalk. Das ist, Sie müssen sich das vorstellen wie ein riesengroßer Balkon. Er hat nur leider Gottes einen Glasboden. Und wenn Sie dann 40 Meter runterschauen, wird das Abenteuer. Wir wollten nicht nur, obwohl das das Wichtigste ist, einen Aussichtsturm schaffen, sondern wollten selbigen auch noch mit etwas Entertainment aufpimpen. Also man kann sagen, es ist ein richtiger Erlebnisturm und die Rutsche ist sicherlich nicht nur für Kinder geeignet. Nein, um Gottes Willen. Wir haben ja unser Vorbild des Turms, war ja der höchste Turm auf der Welt. Das steht in Kärnten am Wörthersee, dem Pyramidenkogel. Da ist die Rutsche innen und da sieht man überhaupt nicht raus. Und wir haben eben gesagt, wir müssen das mehr aufmachen. Und die Erfahrung dort zeigt, dass eigentlich von der Oma bis zum Kleinkind ab 1,30 Meter alles die Rutsche nutzt. Also insgesamt muss man sagen, Investitionen in den Harz, das sind die richtigen Investitionen, die wir jetzt im Moment brauchen. Wir merken, dass wir eine unheimliche Nachfrage im Inlandstourismus haben. Unsere Zahlen sind gerade wieder deutlich am Wachsen seit der Eröffnung jetzt und wir freuen uns da sehr drüber. Und das ist jedes Angebot, insbesondere an Freizeitinfrastruktur, ist gut. Torfhaus ist ein ganz besonderer Standort, absolut, und bekommt jetzt nochmal einen ganz besonderen Turm obendrauf. Wir wissen, dass Menschen das total annehmen, dass sie nach oben klettern wollen, den Blick sehen wollen und wenn da jetzt noch so eine tolle Rutsche dran ist, also ich glaube, das wird sicherlich ein Highlight werden. Natürlich ist der Turm ein attraktives Angebot für den gesamten Harz. Nicht nur für den Standort Torfhaus, sondern auch für die nahegelegenen Städte wie beispielsweise Wernigerode. Der Tourismus wird somit städteübergreifend gestärkt, vor allem auch mit der kooperativen Arbeit in der Region. Das kann passieren, genau. Oder viele Wernigeröder Touristen halt eben für ihren Tagesausflug hier zum Torfhaus kommen. Das ist ja das, was den Harz jetzt im Moment stark macht, dass wir uns gegenseitig bewerben, gegenseitig Angebote auch publizieren und sagen, da müsst ihr mal gewesen sein. Und wir merken, dass die Verweildauer am Ende dann doch länger wird. Also wir haben in Wernigerode jetzt zum Beispiel einen deutlichen Zuwachs gehabt auf über 3 Tage. Und das heißt, die müssen erstmal gefüllt sein für Familien. Und was will man da machen? Man braucht Angebote, die kann man nicht nur in Wernigerode finden, das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern es ist am Ende wichtig, dass die Menschen hier im Harz tolle Angebote finden. Hannes Meiringer war ehemals der Inhaber des Resorts in Torfhaus. Jetzt baut er dort einen Turm. Motiviert wurde der Geschäftsführer der Harzturm GmbH dafür vom Harz an sich. Ich war bis Ende 19 hier in Torfhaus Geschäftsführer, habe von 2015 an hier das Resort entwickelt und ja, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin vom Harz begeistert. Und sowas, was wir machen, können Sie nicht als Job sehen, sondern da müssen Sie Leidenschaft dafür haben. Und die habe ich entwickelt. Und es macht unglaublich Spaß, mit meinen Kollegen solche Dinge zu bewegen und zu entwickeln. Und ja, das ist eigentlich die Motivation. Abgeschlossen werden soll der Bau im Frühjahr 2021. Dann können sich die Besucher nicht nur auf die 110 Meter lange Rutsche und den Skywalk, sondern auch über eine wundervolle Aussicht über den Harz freuen.